hallo zusammen. Ich bin heute in Hellwigsdorf und zwar beim Stefan Kaiser, bei dem Bärenobst. Ne? Bärenobst, ich war schon vor 2 Jahren mal hier gewesen oder 3 sogar, 2 Jahre ist es glaube ich her. Und da haben wir es allerdings nur mit Bildmaterial, jetzt halt hier auch als Video für euch zum Nachschauen, warum es denn so wichtig ist, auch regionales Obst direkt vom Erzeuger halt auch regional einzukaufen. Und das natürlich auch in der Saison, wenn die Erdbeere oder die anderen Beeren reif sind. Also Stefan, du hast mich hier schön rumgeführt, du hast mir das gut erklärt und jetzt werde ich natürlich auch mal eine Erdbeere hier probieren. Genau. Ja, ich bin Stefan Kaiser, ich bin hier Bärenobstanbauer in Hellwigsdorf und mache das seit 2011. Es ist ein relativ kleiner Betrieb, auf 8 Hektar haben wir hier unser Bärenobst angebaut. Wir fangen mal in der Saison an, da starten wir mit der Erdbeere so als wichtigste Kultur für uns und haben alle gängigen Strauchbeeren von frühen bis späten Himbeeren, von frühen bis späten roten und schwarzen Johannisbeeren, Stachelbeeren, also im Grunde genommen alles, was hier so in unserer Region wächst. Und ja, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe gute Mitarbeiter, die mir hier helfen. In der Saison ja bis zu 15 Leute, die auch bei der Ernte helfen. Ja, wir liefern vor allen Dingen hier in der Region Ostdeutschland und dort auch am liebsten ganz regional in der Region. Ja. Der Vorteil von regionalen Anbau und Vermarktung ist eben halt, wir können die Erdbeere eben schön reif ernten, weil sie eben auf direkten Wege in die Läden hier in der Region kommen und müssen eben nicht über 2-3 Tage irgendwo Transport durchhalten. Und das merkt man natürlich auch am Geschmack. Wir suchen hier auch Sorten aus, die geschmacksintensiv sind, möglichst geschmacksintensive Sorten. Und das merkt man dann auch in der Schale. Das Einzige ist eben, wir können eben nicht das ganze Jahr hier Erdbeeren anbieten, sondern wir sind auf die Saison angewiesen. Im Freiland schmecken sie natürlich am besten. Und die Freilandsaison ist hier in unserer Region von Juni bis Anfang Juli. Das ist eben die Zeit, wo die Erdbeere am besten schmeckt und wir versuchen es noch ein bisschen auszubauen. Die Zeit, die Vermarktungszeit, das war eben auch ein bisschen früher sein können, indem wir eben hier die Erdbeeren zum Teil mit Vlies oder Folie abdecken. Da kommen wir noch mal so 1-2 Wochen eher als die normale Freiland-Erdbeere auf dem Markt. Ja, und einen gewissen Teil bauen wir auch in Gewächshaustunneln an, dass wir eben schon ab Anfang Mai die Läden beliefern können. Der Vorteil ist eben halt, dass wir ja auf kurzem Wege reife Früchte liefern können, die beim Kunden hoffentlich auch wertgeschätzt werden. Die zweitwichtigste Kultur bei uns ist die Himbeere, die wir von Anfang Juli bis Mitte Juli ernten, zumindest die Sommerhimbeeren, und dann kommen im Anschluss Ende August nochmal die Herbsthimbeeren. Die Himbeeren, man sieht hier diese Gerüste, die werden bei uns dann mit Beginn der Ernte überdacht, damit wir sie vor Regen schützen können oder auch vor Unwetter. Dass man eben ja, saubere und qualitativ bessere Früchte ernten kann. Ja, also wenn man hier so schaut, das sieht eben alles nicht so,
so astrein sauber aus, sondern wir haben hier im Feld blühenden Mohn, wir haben zum Teil Disteln drin, aber auch hier am Rand, wenn man hier schaut. Ne, wir mähen das eben nicht alles kurz regelmäßig, sondern wir lassen eben auch hier Flächen blühen, damit auch die Insekten und die Bienen hier ihre Nahrung im Jahr über haben. Und das sieht vielleicht für den einen oder anderen nicht sauber oder nicht gepflegt aus, aber so im Bioanbau muss man sich daran gewöhnen, dass eben die Flächen eben nicht so hundertprozentig sauber sind. Aber da können wir mitleben und da kann eben auch die Insektenwelt hier leben. Ja, und das halte ich so für wichtig auch bei der Kulturführung. Ja, wenn man hier mal genauer hinschaut, was sieht man hier alles? Neben diesen reifen Erdbeeren, dann sieht man hier zum Beispiel diesen Schlauch liegen. Und das wird ja hier in unserer Gegend immer wichtiger. Die Sommer und Frühjahr werden immer trockener. Es fällt immer weniger Regen. Und da ist es eben wichtig, dass man die Pflanze gut mit Wasser versorgen kann. Wir machen das auf eine sehr wassersparende Weise mit diesen Tropfschläuchen, die hier überirdisch in den Reihen liegen, die man auch schnell wieder rausräumen kann, ohne dass man jetzt Plastikreste im Boden über zurücklässt. Und das Stroh, das legen wir hier rein, damit die Erdbeeren, wenn die sich hier niederlegen, nicht von der Erde verschmutzt werden, sondern eben sauber bleiben und in der Schale dann eben auch ansprechend hübsch aussehen. Mit einer meiner Lieblingssorten hier. Das ist die Sorte Verdi. Das ist eine relativ neue Sorte, die geschmacklich also ein besonderes Aroma hat und zudem noch relativ fest ist. Also wir brauchen schon relativ feste Früchte, die in der Schale dann auch nicht zermatscht aussehen. Und da bringt sie beide Eigenschaften sehr gut mit. Ja. Und wenn du mir jetzt noch sagst, wie du deine Früchte am liebsten isst? Also, ich esse tatsächlich meine Früchte am liebsten direkt frisch gepflückt von der Pflanze in den Mund. Die da drüben, sagst du? Ja. Dann holen wir die mal hier ab. Also so könntest du Termin nicht pflücken. Nee, ne? Kann ich nicht? Nee, das geht anders. Das geht anders, dann zeigen wir das nochmal. Wir müssen ja beim Pflücken darauf achten, dass wir hier nicht auf der Erdbeere rumdrücken und Druckstellen entstehen, sondern wir müssen die sehr sanft anfassen und dann knicken die Frucht hier so ein bisschen ab, helfen mit dem Nagel ein bisschen nach und so braucht man nämlich nicht dort anfassen und hier oben entstehen keine Druckstellen. An. Ob sie auf beiden Seiten reif sind, hier ist sie natürlich noch nicht reif, gehen sie weiter. Und wenn sie eben gut ist, ne, keine Stelle hat, dann ist das ein kurzer Griff und man hat die Erdbeere ganz sanft abgepflückt und legt sie dann in die Schale ab, die wir jetzt hier nicht dabei haben. Okay. Danke dir. Ja, gerne.